In diesem Basisvideo geht es um Osmose. Und als allererstes möchte ich euch kurz die Zeichnung hier an meiner Tafel erklären. Ich habe einen Schlauch gemalt, beziehungsweise ein U-förmiges Rohr. In dem befindet sich jetzt hier Wasser. Dann befinden sich Teilchen da drin. Diese Teilchen sind auf der linken Seite, da sind relativ wenige Teilchen, auf der rechten Seite sind viele Teilchen. Die sind in diesem Wasser drin. Und ganz in der Mitte ist in grün gemalt eine semipermeable Membran. Also eine Membran, die nur bestimmte Teile durchlässt, bestimmte Teilchen. In diesem Fall lässt sie die Teilchen, die ich hier gemalt habe, in schwarz nicht durch. Die Teilchen kommen nicht durch diese Membran hier durch, die sind gefangen an ihrer jeweiligen Seite. Das heißt, diese Teilchen hier können nur in diesem Bereich sein und die anderen Teilchen hier, die können nur in diesem Bereich sein. So, was ist jetzt Osmose? Osmose ist die Diffusion von Wasser bzw. anderem Lösungsmittel durch eine selektiv permeable Membran. Wir haben ja jetzt zwei Substanzen sozusagen auf dem Bild. Einmal das Wasser und einmal die Teilchen. Jetzt ist das ein ziemliches Ungleichgewicht. Rechts sind viel mehr Teilchen als links. Das Wasser ist überall gleich viel. Das ist allerdings ein nicht stabiler Zustand. Das heißt, es wird so nicht bleiben. Also was kann jetzt passieren? Die Teilchen können sich ja nicht untereinander austauschen. Die können nicht über diese Membran hier durch. Das heißt eigentlich, das Einzige, was passieren kann, um sozusagen gleiche Konzentrationen herzustellen auf beiden Seiten, ist, dass sich das Wasser bewegt. Und genau das ist bei Osmose der Fall. Osmose ist in diesem Fall jetzt, wie ich das hier angemalt habe, die Diffusion von Wasser durch diese Membran hier. Also in Biologie ist das meistens halt eben das Wasser, was irgendwo also durch eine Membran durchdiffundiert bei der Osmose. Man kann das allerdings dann auch mit anderem Lösungsmittel machen. Ja, also was passiert da jetzt? Und zwar, das Wasser möchte ja jetzt sozusagen diesen Konzentrationsunterschied ausgleichen. Das heißt, hier ist viel Wasser, wenig Teilchen. Hier ist im Vergleich viele, viele Teilchen auf wenige, also auf genauso viel Wasser, dafür aber viel, viel mehr Teilchen. Und um den Konzentrationsunterschied auszugleichen, fließt jetzt das Wasser über diese Membran. Was passiert dann? Auf sozusagen gleich viele Teilchen, das Wasser steigt hier dann immer weiter an, bis es ungefähr hier ist. Und dann können sich die Teilchen in dem Wasser so verteilen, dass immer weniger Teilchen sozusagen auf eine gewisse Menge Wasser kommen. Und zwar passiert das so lange, bis hier und hier genauso viele Teilchen pro Volumen Wasser sind, dass das ein Gleichgewicht ist, dass überall die gleiche Konzentration an Teilchen ist. Also am Ende sieht das jetzt nicht mehr so aus, sondern vielleicht ungefähr so. Müssen wir jetzt den Rest erstmal wegmachen. Also das hier ist alles dann weg. Und hier ungefähr so. So, und zwar, das Rohr ist ja noch da. Haben wir jetzt den Fall, dass jetzt hier natürlich, die Teilchen sind ja immer noch drin, die konnte ich jetzt noch nicht so schnell mitmalen, da sind jetzt immer noch genauso viele Teilchen und hier ist es ja jetzt so, dass diese Teilchen sich ja jetzt in dem Wasser auch noch verteilen können, das heißt, hier können sich dann auch noch ein paar Teilchen sozusagen, die werden dann hier nach oben und dafür gibt es dann halt hier sozusagen weniger Teilchen drin. Das passiert dann halt so lange, bis sich das dann ausgeglichen hat. In der Biologie kann man das ganz wunderbar zum Beispiel an einem Bakterium zeigen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe hier eine Schale voller Wasser. Da ist jetzt Wasser drin. Und da habe ich jetzt ein kleines Bakterium drin. So, in dem Bakterium sind natürlich Teilchen drin. In dem Bakterium ist ja nicht einfach nur leer, sondern da ist ja auch Wasser drin und Teilchen. Und in dem Wasser sind ja auch, also wenn man jetzt nicht gerade destilliertes Wasser nimmt, sind da ja jetzt auch Teilchen drin.
Genau, und dazu werde ich dann, wie sich das Bakterium verhält, da gibt es dann nochmal ganz spezielle ja, auch Begriffe für. Das werde ich in einem weiteren Video erklären. Aber da könnt ihr euch ja schon mal Gedanken machen, wohin das Wasser zum Beispiel fließen wird, wenn wir jetzt hier ganz viel Moleküle reinpacken. Was dann mit dem Wasser passiert, was in dem Bakterium ist, wenn das plötzlich weniger Teilchen im Bakterium sind als außen. Da könnt ihr das euch ja schon mal überlegen. Mir auch gerne unter das Video schreiben. So, dann haben wir noch ein paar Begriffe zu klären. Und zwar fließt das Lösungsmittel natürlich immer zu niedrigerem chemischen Potenzial. Falls ihr das noch nicht hattet, macht das nicht. Ich hatte ja schon gesagt, das versucht einfach eben ins Gleichgewicht zu kommen, die Teilchen und das Wasser, dass da immer gleiche Konzentrationen sind. Das sagt eigentlich, das ist nur noch mal so ein bisschen chemisch erklärt. Ja, dann ist noch zu sagen, dass nicht alle Teilchen jetzt sozusagen so wirken, wie diese Teilchen, die ich hier gerade erklärt habe, dass da das Wasser immer deswegen hin und her fließt, sondern nur, man nennt das osmotisch aktive. Das heißt ja Osmose der Vorgang und osmotisch aktive Teilchen sind eben die Teilchen, die an diesem Vorgang sozusagen beteiligt sind. Ja, dann gibt es noch den Begriff der Osmolarität, und den erkläre ich euch dann in einem weiteren Video zur Osmose nochmal. Schaut da doch einfach nochmal rein, wenn ich euch das ebenfalls interessiert. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Bitte schreibt mir einfach unter das Video eure Kommentare dazu. Dankeschön.